Glück auf und herzlich willkommen zurück mit unseren Fallschirmjägern in Combat Mission Battle for Normandy in der Road to Mumburg Kampagne. Wir machen heute weiter und versuchen weiter unser Stuck vom Feind da ein wenig auszuheben, wie wir das machen. Da müssen wir uns ein bisschen Plan machen, aber nichtsdestotrotz, da gehen wir jetzt auf die Karte. Ihr kriegt erst einmal den Rückblick vom letzten Mal und dann machen wir weiter voran mit unseren Jungs und sehen zu, dass wir ein paar Meter gut machen. Also, legen wir los. Wir beginnen einfach hier auf der linken Seite. Die Pioniere sollen ja hier gleich einen Durchgang sprengen. Die werden dann im Eiltempo hier direkt über die linke Flanke. Ja, wir nutzen mal wieder den Kartenrand aus. Was soll ich euch sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich anders schlecht hier vorankommen werde und werden jetzt hier Teile des Ganzen nach vorne bewegen. Das heißt, das Second Squad soll dann in einer eiligen Bewegung vorgehen. Warum? Ich möchte zusehen, dass ich hier vorne ein wenig Feuerkraft und dann auch eine MG nach vorne bewegt bekomme, um dann am Ende des Tages, hier müssen wir hier nur eine Pause geben, um dann am Ende des Tages mit unseren Jungs hier den Bereich zu sichern und mit einem Panzervernichtungsteam, den wir hier irgendwo hatten, meine ich, hier. Versuchen, falls die Artillerie das Ding nicht knackt, schon mal als Ausweichplan, als Contingency, wie man so schön sagt, dann quasi voranzugehen und eventuell seitlich das Fahrzeug zu knacken. Wird auch nicht ganz ohne, aber ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Wir werden uns auch hier entlang der Hecke weiter bewegen. Ah, hier haben wir zumindest so ein bisschen Schutz von vorne. Wir machen das aber nicht in einem. Hier geben wir uns eine kurze Pause. Hier. Und hier. Damit wir da letztendlich an den Hof vorkommen. Wir werden auch das Second Squad, was wir hier in der Bereitstellung haben, das wird dann quasi danach hier den Bereich übernehmen. Und damit sollten wir auf der linken Seite, wenn wir hier so ein Squad nach vorne bringen, sollten wir da gute Chancen haben, auch einen gewissen Feuerschutz geben zu können, um am Ende des Tages auch auf das Sturmgeschütz vorgehen zu können. Genau. Nichtsdestotrotz, auch auf der rechten Seite muss es weitergehen. Wir haben unser Second Squad A-Team in Position. Alton ist also dabei. Addison kommt nach und Second Squad B-Team. Und da Odom, die zwei Mann, das Scout-Element. Die werden sich jetzt im Eiltempo hier vorbewegen, aber auch da machen wir zwischendurch mal Pausen. Ja. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch was aufspähen. Wenn wir hier mal durch die Hecke durchgucken, ja, ab durch die Hecke. Und dann ist jetzt hier letztendlich dieser Bereich, um von hier aus durch auf den Feind zu gucken, wenn er dort ist. Odom wird eine Weile dafür brauchen. Taylor mit seinem Sturmelement wird an diesem Baum vorgehen und weiter Sicht gewinnen. Wir können dann, wenn diese Hecke unter Kontrolle ist, aber auch davon ausgehen, dass dort nichts weiter sitzt und dass uns vermutlich der Feind auf dieser Höhe abfangen will. Unsere Faceline können wir dann natürlich so ein bisschen, wenn wir das Sturmgeschütz nicht außer Kraft setzen, ein bisschen aus dem Fenster schmeißen, denn das wird dann natürlich nichts. Hier müssen wir auch zusehen, dass wir uns eine gewisse Zeit geben, wenn wir hier mit so einem Blob uns lang bewegen, ist natürlich die Chance hoch, dass das Sturmgeschütz uns sieht und da mal kräftig reinfeuert und alles ist für die Katz. Wir werden auch mal hier vom First Squad A-Team, nee, die nicht, vom First Squad, vom First Platoon, der ja hier in der Bereitstellung ist,
Ne, das sind die Pios. Ne. Genau, doch. Die gehören dazu. Die gehören dazu. Passt, ja. Da werden wir uns mal ein Scout-Team ausgliedern. Die möchte ich nicht tatsächlich mal hier lang bewegen und ich würde gerne mal die Straße so ein bisschen erkunden. Ob es vielleicht auch die Möglichkeit gäbe, entlang der Straße vorzugehen. Ich glaube nicht, aber das ist trotzdem mal eine Überlegung wert. Wir wollen ja auch nicht zu lange bleiben, nicht, dass uns am Ende was auf den Kopf fällt. Gut. So ist jetzt erstmal grob der Plan, wie weit das funktioniert. Da bin ich mal gespannt, aber ich würde sagen, damit lassen wir den Zug mal ablaufen. Nun gut, sehr spannend. Tatsächlich bin ich da mal
Also die Hecke hier wird wohl voll sitzen mit Feinden, aber das ist okay für uns. Wie viele Granaten haben wir denn für den Mörser? 32. Juppididu. Wir werden erstmal hier zwischen den Bäumen ein paar Granaten einschlagen lassen. Manchmal kann man den Punkt gleich dahinter setzen. Nein. Auf das Fahrzeug nicht. Das möchte ich erstmal, dass es stehen bleibt, in der Hoffnung, dass die dass die Artillerie da noch trifft. Die Jungs sollen ins Hiding gehen. Dann sieht der Gegner sie vielleicht nicht mehr. So, wie wir sehen, hier ist eigentlich das, was wir nicht wollten. Jetzt haben wir hier den Blob. Ja. 20 Sekunden. 45 Sekunden. Eine Minute. Eine Minute können die auch nach. Die vorbringen. Ah, tatsächlich wird die Dog Company gerade ganz gut aufgehalten durch die Feinde. Wir werden mal zusehen, dass wir hier einen Sprint hinmachen. Dann mal in die Richtung gucken, ob sie was sehen. Dafür kommen wir hier drüben gut voran. Das Sturmelement ist angekommen. Vom Second Squad. Das heißt, Second Squad Squad C Team für Squad A Team. Oh, nö. Das sind die Reste. Okay. Split Teams. Ein Bäumchen weg. Hier an die Hecke ran. 20 Sekunden später können die folgen. Hier in Position gehen. Second Platoon, das erste Squad vorne. Vom Third Platoon werden wir das First Squad zunächst hier mit einsetzen. Aber ich denke, hier haben wir auch genug Feuerkraft, um ein wenig Ärger vorzubeugen. Ich denke, wir schaffen uns später. Wir brauchen uns eigentlich, weil hier ist ein Durchgang, aber eventuell schaffen wir uns hier noch einen Durchgang, um hier mehr Kräfte aufzubringen. Aber tatsächlich würde ich sagen, so machen wir das erstmal. Dürfen natürlich wie immer jetzt nicht zu viel Zeit verpuzzeln. Ja, das ist immer so ein großer Faktor in der Mission. Wenn man nur eine Stunde Zeit hat, hat man nur eine Stunde Zeit. Ja. Da muss man dann auch ein wenig energischer vorgehen. Halt nur aufpassen, wenn hier irgendwo noch ein Stück auf der Lauer liegt und wir kommen mit unserem Panzer angedumpelt, dann machen die da gerne Schrott draus, deswegen würde ich gerne erstmal so ein bisschen aufklären. Was wir aber machen können, ist schon mal versuchen, hier einen Halbzug vorzubringen.
Könnte auch sein, dass der dann so ein bisschen Feuer auf sich zieht. Und dann können wir da relativ schnell Feinde vielleicht identifizieren, weil die KI neigt dazu, sehr schnell auf Panzerbesatzung schießen zu wollen. Kann sie auch tun. Je nach Kampfdistanz ist das sehr, sehr schlau oder eben nicht so schlau. Und dann bringen wir hier einen Halbzug in Position unter Alexander. Ah, besser unter Robert. Alexander ist nicht ganz so tippitoppi. Und Schewenko wird dann den Halbzug, den ersten Halbzug auf der linken Seite führen. Hier nach Möglichkeit ein bisschen Gas geben, aber das sehen wir uns dann gleich an, was dabei rauskommt. Be ready for anything. Standing by for grid location.
Artillery ready, calling. Ich denke, da können wir uns im Großen und Ganzen gar nicht beschweren. Ich habe hier mal die Wiedergabe angelassen. Wir wissen also hier, dieser Kontakt ist auch wie erwartet ein defektes Stück. Dazu haben wir dann hier unseren ersten Kontakt gefunden. Haben wir hier hinten einen einzelnen Mann, sehen wir da aktuell. Der hatte zwischendurch nichts in der Hand. Also eventuell haben wir hier einen Waffentrupp. Ja. Er hatte sein Gewehr geschultert, hat es dann aber wieder in Hand genommen. Müssen wir dann mal gucken, was das ist. Da bringen wir jetzt ja Kräfte nach. Die müssen sich dann halt jetzt ein wenig spurten. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall im Allgang den Mörser nachbringen. Das zusätzliche Bar. Hier machen wir Eingänge draus. Ja, wirklich Geschwindigkeit aufbauen. Mensch, das V auch neben dem B sein muss. Bring schon mal das First Platoon HQ auf die eine gewisse Höhe nach. Und sehen zu, dass ihr in dem Zuge auch das First Squad mit vorbringen. Ups, ran. Second Squad bringen wir erstmal halt in die Bereitschaft nach. Panzer bringen wir noch nicht zu weit nach vorne. Das möchte ich mir erst einmal noch sparen. Für den Fall, dass da doch noch eine Pack oder sowas in der Nähe wartet. Genau. Die Mörser hier können wir nachziehen. Natürlich auch deployen. Auch dann deploy. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal wirklich weitere Kräfte vor. Ah, da wird das zu eng. Bringen das erstmal dort. Bereitschaffen das Platoon HQ dorthin. Ja, immerhin, hier geht's voran. Der Mörser hat gefeuert. Wir können mal ganz kurz gucken, ob die Granaten vielleicht... Ja, das ist tatsächlich gut. Das Fahrzeug hat nicht umgesetzt, aber der Kommandant wurde wohl nach Unterluke geschickt. Das ist für uns ganz gut. Dadurch sieht das Ding weniger. Wir sehen auch hier unser Scout-Element. Hier hat es ja geschafft, ohne großen Ärger. Und wenn dann hier der Smoke kommt, dann kann es sein, dass sie hier halt noch weitere Teile des Zuges vorbringen können. Des Platoons, Entschuldigung. Jetzt werden wir erstmal zusehen, dass sie hier die Pios, was ganz gut ist, weil die eine Maschinenpistole haben. Den Deckungstrupp
und dann letztendlich auch den Panzervernichtungstrupp vorbringen. Und dann nach Möglichkeit hier auf der Höhe einen Schlenker machen, um hier rüber zu kommen und nach Möglichkeit den Panzer auszuschalten. Dann uns auch noch zusätzlich das Bar vorbringen, aber dann ist die Reihe hier auch langsam wirklich gesättigt. Der Mörser hat hier hinten auf die Ecke Sicht. Das heißt, wir nochmal versuchen hier, ob wir hier einen Punkt haben. Da einfach mal ein paar Granaten hinschießen. Dort, dort, dort und dort. Einfach mal die Baumreihe ein wenig abdecken. Um dann nach Möglichkeit so ein wenig den Infanterieschutz des Stucks aufzuweichen oder eventuell sogar zu vertreiben. Glaube ich nicht ganz. Normalerweise haben wir nicht ganz so viel Erfolg damit, einfach weil die Mörser natürlich auch nur begrenzt Schaden machen, aber versuchen können wir es ja trotzdem. Die sind ready. Oh, ein Sprung. Bis hier. Weit. Das sind was? 100 Meter, das ist schon ein guter Sprint. Und dann schauen wir mal, wie die Runde noch so wird. Den Zug machen wir noch, da machen wir für heute Deckel drauf. Ich glaube, da haben wir ja schon eine schöne Folge gehabt. Thank you.
Nun gut, wir sehen hier unsere Mörser, da haben wir nicht allzu lange gefeuert, da müssen wir vielleicht nochmal nachlegen. Und wir sehen, dass sie hier Feindkontakt an mehreren Stellen haben, also zwei, die Hecke ist also wie erwartet besetzt. Nachteil ist, sie sind jetzt mit sehr wenigen Kräften vorne, kriegen also jetzt da doch gut Feuer zurück. Aber die kommen ja nach, also aushalten, bis die nachkommen und dann werden wir die komplette Bocage dort unter starken Beschuss nehmen. Wir werden gucken, ob wir vielleicht auch hier mal einen Panzer, so eine Granate hinsemmeln. Ja. Und vielleicht auch die Hecke mal ein Norden. Hier drüben kommen wir gut voran. Wir sehen, dass unsere Pios sind jetzt schon quasi fast an ihrem Punkt. Auch die anderen Kräfte kommen nach. So ein bisschen blobweise, so ein bisschen, naja, unschön. Aber auch hier haben wir den Sprung nach vorne gemacht. Und können damit weiter die Straße runterspähen. Bisher kein großer Kontakt an der Stelle. Das heißt, wir werden natürlich gucken, auch hier weiter vorwärts zu kommen. Vielleicht auf die Höhe des Wracks, um hier einfach aufzuklären, zu gucken, wo kommen wir hier an unsere Grenzen. Ja. Und wenn die Straße frei ist, spricht zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn wir hier drüben mehr Feindkräfte haben, als ursprünglich erwartet, uns hier einen Durchgang zu nehmen, hier durchzufahren und dann letztendlich über die Position hier drüben auf den Feind anzugehen. Im Zweifelsfall schaffen wir uns einen Durchgang weiter hinten. Ja. Und kommen dann quasi mit unserem Panzer auch vor. Allerdings möchte ich das direkte Duell dann doch lieber vermeiden und lieber flankierend angehen. Aber das werden wir dann beim nächsten Part sehen. Für heute ist schon wieder Feierabend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut bei Combat Mission Battle for Normandy. Für das ja auch bald ein neues Battle Pack kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es soll jetzt sogar im Juni kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde sagen, mal schauen, was uns da noch erwartet. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und sage wie immer bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.